ein herzliches Willkommen. Huch, meine Kamera ist nicht richtig. So. Und ein herzliches Willkommen zurück bei Nier Automata. Oh Mann, ist das eine Weile her, wo ich hier gespielt habe. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt Pause von hatte. Ich muss jetzt erstmal generell schauen, wo wir lang müssen überhaupt. Dazu muss ich hier mal auf die Karte gehen. Und mal schauen, wo wir hin müssen. Also hier haben wir natürlich ein paar Aufträge. Wir müssen irgendetwas zurückbringen, das weiß ich noch. Was das hier ist, weiß ich jetzt aber nicht mehr. Schampauls Melancholie. Okay. Das markieren wir mal. Das hier ist näher, das heißt, da gehen wir zuerst hin und dann schauen wir mal, was da passiert. Ich sehe aber auch gerade hier unten eben gerade noch eins. Achso, ist noch weiter hier unten. Hui. Weit weg. Okay, wir gehen erstmal hier hin. Das ist näher. Müssen wir nur schauen, wie wir da hinkommen. Nee, schauen wir nicht. Kommen wir nicht runter, oder? Nope. Hier geht's runter. Schauen wir mal, ob wir hier richtig sind. Da kommen wir schon mal nicht lang. Operator 6O より 2B さんへ 定期連絡の時間. Na, was ist mit der los? こちら 2B. どうした? 実は ちょっと 好きだった先輩を 食事に誘ったら 断られちゃって. 私 これから どうやって 生きていけばいいですか? そんなこと聞かれても。もうバンカーにいられないです。それは困る。作戦に支障があるから。ルビーさんは私を必要としてくれるんですか? B 型戦闘モデルにはオペレーターのサポートが必要不可欠。だから。ルビーさん。おま。 Du bist ein Android, hör auf. Eieieiei. Ich glaube, wir sind hier verkehrt. Volles Kloster. Okay, hier können wir aber nirgends hin. Also wieder zurück. Was ist denn mit den ganzen Robotern hier los? Also Androiden? Okay, das geht nicht. Wo kommt denn der jetzt her? Das habe ich auch schon mitbekommen, dass es zum Schloss führt. Ich habe zwar keine Ahnung, was für ein Schloss es ist, aber... jetzt auch nirgends hin.
Jetzt sind wir wieder hier. Ah, hier geht's auch noch. Okay. Dann sollten wir vielleicht mal hier lang gehen. Nichts sagen, sie haben von einem genialen Erfinder gehört und sind schnurstracks hierher gekommen, um mich zu sehen, stimmt's? Eigentlich weniger. Bestimmt, da bin ich mir sicher, ja, ja. Immerhin bin ich das Genie, dessen Name allein schon die Erde zittern lässt. Herzukommen, um mich nach Rat zu fragen, beweist einen scharfen Verstand und ein tapferes Herz, ja. Nun, wenn sie ein wenig in meine Arbeit investieren, dann erfülle ich, was auch immer ihnen den Sinn kommt. Und, möchten sie in meine Arbeit investieren? Nachfinder, was? Jubelfreut, dass ich dazu in der Lage bin, hätte ich mir selbst kaum zugetraut. Und ganz unter uns, wenn sie genug investieren, dann bekommen sie im Gegenzug gewisse Dividenden. Also gut, was möchten sie investieren? 1000 Dank für die Investitionsbemühungen. Allerdings reicht das Budget noch nicht aus, daher kann ich die besprochene Materialdividenden noch nicht auszahlen. Falls Sie eine weitere Möglichkeit für gemeinsame Geschäfte sehen, lassen Sie es mich ja wissen. Ein Narrenerfinder. Ein Narrenerfinder, so rum, nicht Narrener. Dem muss ich wohl gewisse viel Dings geben. Geld. Gewissermaßen viel Geld, um irgendwie die Quest wohl zu beenden. Oh. Die feiern immer noch. Oh, da bin ich hier ganz in der Nähe. Okay. Die Puppe ist es nicht. Ah, die Kiste. Kleine Erweiterung erhalten, okay. Ach, die ist das. Komm ich da auf die andere Seite? So. Hallo, kennst du eine Maschine namens Jean-Paul, die hier im Dorf lebt? Was ist Jean-Paul ist ein geheimnisvoller Gentleman, was kann man ihn sogar als Suspekt bezeichnen? Dennoch ist der Zugleich höchst faszinierend. Suspekt und faszinierend? Genau, ich weiß genau das richtige Geschenk für jemanden, auf den diese Beschreibung passt. Du werdest es ihm doch bestimmt auf der Stelle bringen, nicht wahr? Ich werde nicht zulassen, dass dieses schreckliche Mädchen aus der Wüste sich in unsere Liebe einmischt. Ein schönes Glas. Komische Sache, okay. Das heißt, jetzt muss ich wieder zurück.
Zum Glück hatte ich ja irgendwann mal rausgefunden, wie man rennt. Das würde sonst alles ein bisschen lang dauern. Ich weiß gar nicht, ob der andere überhaupt noch hinterherkommt. Doch, da kommt er. So, da wären wir mal wieder in diesem Roboter-Dorf. Shop, okay. Ah, doch, wir müssen da hoch. Warte schon, Paul, hast du einen Moment Zeit? Momente sind vergänglich, man kann sie nicht besitzen. Ein verstrichener Moment ist ein verlorener Moment, ein Symbol apathischer, unbeschränkter Untätigkeit. Die... Könntest du vielleicht einfach dieses Geschenk annehmen? Ein Geschenk? Lass mich mal sehen. Wie bitte? Ah ja, faszinierend. Die Maschine, die es uns gab, sagte, du seist sowohl suspekt als auch faszinierend. Anscheinend ist dieses sogenannte Geschenk lediglich ein Stück schmuckloses Glas. Daher kann ich nur mutmaßen, dass, soll wieder Frau, die es dir geschenkt hat, eine Nachricht überbringen? Für eine läppische Belanglosigkeit? Nein. Also gut, lass uns gehen. Ein schwerer Typ. Okay. Wieso Pause? Ich will ins... will auf die Karte zugreifen. So. Was ist das jetzt? Jean-Paul's Melancholie. Achso, ich muss trotzdem nochmal zurück, oder was? Na gut. Noch einmal den weiten Weg zurück. Wo laufen wir denn jetzt lang? Ich wusste gar nicht, dass es da auch noch lang geht. Man sieht mich ja kaum. So. Vielleicht bewege ich die Kamera dann nochmal ein bisschen... andere Richtung. Das Kabel will ich so. Jetzt hänge ich. Okay, aber so kann man mich gut sehen. Lauf, Forrest, lauf! Es ist irgendwie heller geworden. Das sammeln wir auch noch mit ein. So, da sind wir wieder, Mädel. Hat der Meister Jean-Paul mein Geschenk vorgebracht? Ich muss wissen, was er gesagt hat. Nun, er sagt, es wäre eine läppische Belanglosigkeit. Was für eine Erkenntnis. Er bringt die Dinge auf den Punkt wie kein anderer. Ich werde dir den Rest meiner Tage folgen, Meister Jean-Paul. Das ist eine lange Zeit. So, wir müssen eigentlich wieder komplett zurück.
Wir müssen ja was bei uns im Lager abgeben gehen. Also machen wir mal uns auf den Heimweg. Was das Angeln bringen soll, weiß ich immer noch nicht. Keine Ahnung. So, wie sind wir zurück? Zumindest so halbweise. In der Stadt auf jeden Fall. Die macht richtig Kunststückchen. Zum Glück gibt es diesen Knopf, wo es dann von selbst läuft. Greifen die jetzt auch nicht mehr an? Wieso greifen die jetzt auch nicht mehr an? Sind die alle miteinander verbunden? Oh, da haben wir wieder was zum Einsammeln. Greifst du mich an? Auch nicht mehr. Interessant. Die gehören wohl alle dazu. Haben wir gemerkt, haben keine Chance, wollten Frieden. Hör mal, eine Moine. Ich habe hier ein Paket für dich von einer Maschine namens Pascal. Ein Treibstofffilter? Ah, perfektes Timing. Unsere wurde schon knapp. Moment mal, ihr habt Pascal getroffen? Ja klar, du stehst also mit Maschinenverbindung? Hm? Nur mit denen im Dorf. Die sind total harmlos und sie können im Gegensatz zu uns auch extrem komplizierte Geräte herstellen. Zum Ausgleich versorgen wir sie mit Öl und anderen Materialien. Ich schätze, man kann das als eine Art Handel bezeichnen. Ich verstehe. Wie auch immer, wenn ihr wieder zurückgeht, bringt Pascal doch bitte diese Hochviskoseöl mit. Ich bin eigentlich kein Laufbursche. Ich bin ständig hin und her gelaufen. Wir machen mal schnell speichern. So, das heißt, wo gehen wir jetzt hin? Hier ist unser Hauptauftrag, wie es aussieht. Pascals Dorf, na super. Also muss ich doch wieder zurücklaufen. Was sind denn diese Fragezeichen auf einmal? Das ist jetzt gerade komplett in meiner Nähe. Sind das die Dinger hier? Nee. Ach so, Aufgabe. Widerstandsmitglied, sag mal, ihr seid doch die neuen Jura-Modelle, oder? Wenn du es schon ansprichst, ich glaube schon, dass wir die neuesten sind. Brauchst du etwas? Ich wette, dass neue Modelle wie ihr so ziemlich alles erledigen können. Hm? Ihr seid vermutlich sogar in der Lage... Nein, nein, ihr sollt das nicht fragen. Das wäre unhöflich und trotzdem seufzt. Ihr Problem anhören. Warum sagst du uns nicht, was los ist? Vielleicht können wir dir helfen. Na schön, wenn ihr darauf besteht, einer meiner Freunde wird vermisst. Vermisst? Das klingt nicht gut. Wo wurde dieser Freund zuletzt gesehen? Im Materiallager, in dem er auch arbeitet. Im Materiallager? Hm, vielleicht sollten wir da mal nachsehen. Ach bitte, das würdet ihr machen. Ohne ihn bin ich... Bitte. Widerstandsgeschwinden angenommen. So, können wir denn irgendetwas verbessern?
Nee, ist alles zu teuer. Okay. Hubala. So, das heißt, wo müssen wir hin? Oh, hier ist es schon. Ach, das hier ist das Materiallager. Okay. Warum schaut ihr denn nicht einfach selber nach? Ist doch direkt hier daneben. Hier für ein Päuschen? Eigentlich nicht. Wir suchen ja eigentlich jemanden. Von Geburt an nur den Krieg erlebt zu haben, das ist wirklich schwer. Ja, aber wirklich. Ich sehe schon, wir sind schon bei 21 Minuten. Ja gut, okay. Wenn es halt so ist, scheiße. Hab doch eigentlich kaum was gemacht. Na gut, okay, so ist es nun mal. Also, das war Nier Automata mit viel hin und her gelaufen. Für nichts eigentlich. Aber gut, mal gucken, wie sich das noch entwickelt dadurch. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal trotzdem wieder dabei, auch wenn es jetzt gerade mal nicht so spannend war. Aber gut. Und ihr lasst bitte einen Daumen oben. Und ihr dürft mir natürlich auch abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Ansonsten viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und das war Nier Automata auf dem PC. Mit von Nier Gamblers als Hobby. Auf Wiedersehen. Tschüss.